Wie versprochen, sind wir hier und es geht immer noch auf dem Pferdchen. Nahtlos und wir weiter. Spielen weiter Horizon. Ja, ja. Damit hat er nicht gerechnet, dass wir dem jetzt Donnerkieferherz bringen. Nee. Das so schnell, ne? Er wird schauen wie so ein richtiger Hubatz. Sie alle haben mit den dreckigen Donnerkiefer, die bringe ich alleine um. Ja. Oh, verpisst euch doch. Nicht schnell genug. Na dann, lern mal reiten. Oh. Naja, da konnte die Maschine auch nicht so schnell werden. Nee, deshalb habe ich den Weg gewählt. Deine Kumpels. Ja. Komm, gib mir aus dem Weg, gib mir aus dem Weg! Macht mal was. Immer drauf zuhalten. Ja, das war nicht der Plan. Na, eigentlich schon ein bisschen. Ja. Ich wollte den Angst machen. Du wolltest aber dem anderen Angst machen. Ja, dass die anderen sehen, dass ich sogar die eigenen Leute umbringe. In diesem kargen Land. Wir halten uns aus gutem Grund von Schmack. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Stimmt. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, danke, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Lass mir was. Was? Ein Gewissen? Ungewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst auf bist du denn für Vogel? Kaja? Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu Vanasha. Wissen, Vanasha. In diesem Loch des ich bin der Vanasha. Okay. Ah ja. Das Gefühl. Ich auch. Kiefersperre. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Gern, gern. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Netzsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Es ist unmöglich. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Was? Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Das ist ja verrückt. Ich tue für Uthid, was ich kann. Uthid? Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach drei toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Viel Glück zu mich, Geburtstag. Viel Glück. Viel Glück. So, das war aber jetzt nicht das... Nee, das hat sich jetzt so ergeben. Lass uns das Ding trotzdem erstmal abgeben, oder? Aber der ist auch hier. Ach. Das hat sie nur da aktiviert jetzt, aber die weil der unbedingt wieder mal was sagen wollte. Da ist er schon. Der kam schon hierher, als ob er es gewusst hätte. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid.
Bei meinem Ei. Wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Lustlos, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Ein Affers fern oben. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Okay. Dieser alte Heiler. Zap, zap, einmal kurz schnell speichern. Wie heißt sie? Geile Stute. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Okay. Sie ist nächste. Was denn? Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Hammer, wie die singen kann. Na, Hammer. Mhm. Oh. The Voice of Meridian. Sehen Sie diese wunderschöne Welt hier. Die Sonne blendet uns. Satelliten. Für das Pay-TV. Sky-Satellitenmasten. Okay. Bin nochmal weg. Lalalala. Okay. Geht's noch? Der schnauft mich hier an. Da flattern die Bäume im Wind. Ah ja. Bäume, wie Vanasha gesagt hat. Mal sieht, diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Kann jeder Steig sein. Aber wenn du meinst. Spuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Eine schöne Kletterpartie wieder mal. Ja. Oh, das war schlecht. Kann schon mal passieren. Ja. Natürlich. Eleganz hier. Gleitet hier rauf, hier wie eine Parkourläuferin.
Ohne Problem, sie schaut gar nicht, wo sie hin muss. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm niemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Da unten guckt recht. Das geht auch nicht los. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Das weißt du. Gejagt und nicht gelootet. Was ist mit dem? Nützliche wurde entfernt. Ah doch. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Ja, aber die meinen ja wohl nicht mich. Dass ich essbar bin. Mit dir denn das? Was ist mein Nachbar? Naja. Jetzt mach schon. Daneben. Ja, da gerade eine andere schon geguckt worden. Uthet hat einen Verwüster. Ja, was sonst? Keine einfache
Beute, aber die Teile sind es wert. Ja, vor allem für mich jetzt, gell? Dieser Uthed. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Utheds Vorrat. Dieser Uthed ist eine wilde Sau. Ja. Ja, so wird's gemacht. Mal auf dem Rollen, du. Mann, 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 ja.